Achso, der kostet nur 3. Dann nehme ich mir mal davon 3. Okay. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal die 3 Fensterrahmen. Die 3 Fensterrahmen. Ist ein bisschen komisch mit dem Klicken, denn manchmal funktioniert das nicht so ganz. Nehmen wir uns die 3. Und zimmern da mal 3 schöne Fenster rein. Weiß gar nicht, ob das... Doch, das ist genau... Obwohl, nee. Nee, warte. Ah, haut nicht ganz hin. Also, ist schon ein bisschen tricky bei anderen Stellen. Und die Fenster kann man aber einfach so reinfügen. Die platzieren sich da automatisch. Die kann man aber nur in eine Richtung setzen, die Fenster, glaube ich. Das, weiß nicht genau warum. Ist so. Okay. Die Fenster brauchen wir dann erstmal nicht mehr. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal einen Grill. Ich zeige euch ganz kurz der Grill. Der Grill. Ich komme mir gerade so durchgehetzt vor, aber wir brauchen es halt einfach gerade. Verschiedenes. Es gibt hier Klavier, das ist erstmal egal. Es gibt hier den Grill. Der sieht scheiße aus für unsere Verhältnisse. Der Smoker sieht genauso scheiße aus. Darum möchte ich den Grill raus machen. Dazu brauchen wir jetzt Eisenstab und Eisenmetall. Und das werdet ihr gleich sehen. Moment. Hier. Bauelemente, verschiedenes, Dekoration, Türen, Betten, Badezimmerleitern, Geländer, Kisten. Wo hat man das gebaut? War das hier? Hm. Stein, Metall. Bin ich aber verwirrt. Habe ich mir noch eine andere Werkbank gebaut gehabt? Moment, Werkbänke. Was? Werkbänke? Blockbank, Säbel. Ach klar, der Amboss. Okay, man kann den Amboss. Der Amboss habt ihr auch gesehen, der war gerade kostenlos. Der Amboss, der ist nämlich auch noch nicht eingeführt. Deswegen nehme ich ihn gleich mal, bevor wir ihn einführen. Und stelle ihn da runter. Obwohl, für den Amboss muss ich gestehen, ich vielleicht noch gerne so eine Anhöhe. Das ist vielleicht. Oder wir stellen ihn vors Haus. Der war auch komisch aus, ne? Dann baue ich den lieber erstmal ins Haus und das kann man dann später vielleicht... Vielleicht kann man dann später, wenn der released ist dann, also wenn er wirklich dabei ist, den hier abbauen und einen neuen bauen. Und jetzt können wir uns hier kostenlos, man sieht es schon, alles kostenlos bauen. Und wir brauchen auf jeden Fall für diesen Rost, nicht Dekoration, sondern verschiedenes, 4 Eisenstäbe mittel und 4 Eisenstäbe klein. Dann machen wir uns mal ganz kurz... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann verschiedenes Grillrost herstellen. 3. Und den kann man jetzt nicht hier enden. Und jetzt kann man hier grillen. Und da geht es ganz einfach. Da machen wir uns jetzt da, oh, wir nehmen uns den Schwein hier auf die 4. Und dann legt man das, einfach da drauf. Dann fängt das an mit Braten. Ich dachte erst, dieses, wenn das so gelb ist, ist es gebraten, aber es ist ja nicht gebraten. Man muss aber aufpassen, denn... Jetzt kommt der Clou. Man kann übrigens keinen Feuerschaden erleiden momentan. Das Zeug kann auch verbrennen. Das ist ein ganz schmaler Grat zwischen gut und verbrennen. Das ist mir auch schon passiert. Da habe ich alles runtergenommen. Und beim letzten, das ist mir dann einfach verbrannt, weil ich nicht schnell genug war. Gerade als Koch denkt man sich dann, das war jetzt nicht so gut. Moment, das tun wir auf 3. Das kann man auch sicher irgendwie. Das hat doch sicher noch irgendwie Platz, oder? Hier, komm. Da muss doch mal hier ein bisschen die... Ah, da war's gerade. Komm schon. Haha. Das, so brate ich übrigens mein Fleisch immer. Kann man sich irgendwie ducken? Ja, kann man. So brate ich mein Fleisch übrigens immer. Halb auf dem Rosten, dann drehe ich es einfach um und brate die andere Hälfte. Ja, jetzt müssen wir hier ein bisschen in der Nähe ausharren, weil wir müssen natürlich aufpassen, dass das jetzt auch alles seinen rechten Gang zugeht. Ja, dann würde ich sagen, können wir auf jeden Fall schon mal die erste Werkbank hier verkloppen. Die macht nämlich keinen Sinn mehr. So. Die bleibt da noch, die Blockbank.
Und ansonsten haben wir erstmal ein heimisches Häuschen gemacht. Ein cooles Bild. Das Bild gefällt mir. Jetzt werde ich das vielleicht mal mehr machen. Komm, wir machen das mal jetzt ein paar Bilder. So, Moment. Verschiedenes Poster. 3. 4. Drücke Maus Left, um ein Bild auszuwählen. Ah, okay. Wir können jetzt ein individuelles Bild noch machen. Also wir laden mal ein Bild hoch. Was haben wir denn noch so? Brunett, Halloween. Oh, weißt du was? Weißt du was das ist? Bild hochladen. Desktop. Nee, Computer. Computer. Computer, genau. Acer C. Komme ich denn auf Bilder? Wie kommt man denn auf Bilder? Ah ja, genau, User. Never guess. Wo steht denn Bilder? Oder Pictures? Pictures. Moment. Was haben wir denn da so Schönes, was man im Let's Play auf jeden Fall da reinpackt? Oh, das war jetzt so gar nicht geplant. Ich habe aus dem Doppel geklickt. Und kann man doch einfach mal, wenn man da schon die Möglichkeit hat. Was hat man denn da so? Man merkt es vielleicht, ich bin ein gewisser Jessica Negri-Fan. Wetter mal rein. Bild verwenden. Das haut auch voll rein, das hänge ich im Schlafzimmer. Ein schönes Poster als Fenster. Oh, das ist groß. Ich kann gerade, ich gucke mal. K-Left. Das ist K-Left, K-Right, K-Up, K-Down. Ach so, das war ein bisschen größer. Okay, toll. Das feiere ich gerade. Warum nicht? Individuelles Bild hochladen. Was haben wir denn noch so schönes? Einmal so gucken. Just for fun. Mit euch meine Bildersammlung durch, ist auch nicht schlecht. Warte mal. Ich geh mal zurück. Kann man zurückgehen irgendwie? Moment. Von Zuschauern, lol, Aufnahmen. Also das ist das. Webcam Koch. Das ist auch geil. Baba. Laserschreienkatze. Erste-Hilfe-Pudding. Drache. Die Hochzeit meines Onkels. Warum auch nicht? Was haben wir hier noch so? Laserschreienkatze wieder. Ihr wollt gar nicht wissen, warum ich diese Bilder habe. Da frage ich mich auch, warum ich das Bild habe. Ja, ihr wollt echt nicht wissen, warum ich dieses Bild habe. So. Das sind alles Bilder, die ich in Videos benutze. Ich glaube, jemand darf da noch. Komm, Bild auswählen. Bild verwenden. Das passt doch hier perfekt. Das passt doch hier. Oh nein. Nein! Nein, ich bin so blöd. Oh Mann. Nein, ich bin so behindert. Das kann nicht sein. Ich habe den ganzen Speck verbrennen lassen. Ich hatte gerade so viel Spaß mit dem Bild, dass ich den Speck verbrennen lassen habe. Nein. Oh Mann. So roh, gell? Ah, das kann doch nicht sein. Ist das behindert von mir? Ja, die können wir wegschmeißen. Das war jetzt mega dumm von mir. Shit. Wie spät ist es eigentlich gerade? 23:30. Ich
glaube, das reicht auch für die ersten Aufnahmen. Ich weiß gar nicht, ob die Webcam läuft. Ich hoffe, die Webcam läuft diesmal. Wenn die Webcam diesmal nicht läuft, dann werde ich echt böse. Ich glaube, wir machen jetzt noch mal ganz kurz den Wald zu Ende, Die Bühne ist schon ganz lustig. Ich habe jetzt, ja, das Bild packt. Nehmen wir die drei. Und dann nehmen wir mal. So. Super, das hat funktioniert. Weiß gar nicht, ob der Baum ist noch. Ich glaube, ich muss schon mal von vorne anfangen. Lalalalalala. Baum 11. Darf auch gar nicht so laut sein. So spät nachts. Dann fall ich duschen. Also ich habe Monsterarme, die gehen dann bis da hoch und tun den Baum zu halbieren. Das kann ich. Da bin ich Profi drin. Das geht. Hallo. Es regnet Baumstämme. Ja. Ja. Ich müsste mal sagen, oh mein Gott, geht in Deckung. Aber ja, es regnet Baumstämme. Holt die Schubkarre raus. Wir haben Bauholz. Okay. Jetzt kurz gucken, dass ich immer ein bisschen dieses Gestrüpp wegmache, damit ich auch was sehe. Super, dann haben wir hier noch ein paar Blumen, nehmen wir auch mit. So. Es gibt hier so viel zu entdecken. Ich will die ganze Zeit Holz fällen und oh, guck mal, da ist noch das und das und hier ist noch hier und das. Gut, entdecken ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall eine Menge. Moment, das müssen wir ganz kurz. Alles zu Holz machen, was wir gerade gefunden haben. Nochmal 40 Holz. Und dann Holzblöcke oder Holzplanken. Ah, da braucht Baumstamm ein Stück. Ich bin so blöd. Ich bin so selten blöd. Jetzt habe ich Holz draus gemacht. Dann nehme ich mal die drei Bäume, damit da noch. Ein Fuchs. Naja, ich lasse den mal. Nehmen wir mal ganz kurz die Bäume mit, dann passt das. Ich finde es geil, dass man mit der Axt Bäume fällen kann, weil die gefällt mir besser als die andere. Ja, hat so eine komische Seitwärtsbewegung, das sieht voll schräg aus. Und der sieht da so irgendwie cooler aus. Da ist der Fuchs. Die sind momentan noch nicht angriffslustig. Ich kann mir vorstellen, dass sie in einem späteren Patch vielleicht angriffslustig werden. Obwohl Füchse sind jetzt eigentlich nicht so bekannt fürs Angriff. Wölfe wären geil. Wenn es Wölfe gäbe oder Bären, das wäre cool. Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob es Bären vielleicht noch schon gibt. Ich kann das gar nicht sagen. Ich glaube nicht. Der Baum macht da erstmal einen Breakdance. Das ist MC Breaky, the biggest, hottest Baum ever. Ich denke, dass ich doch nicht verloren. Was für ein Spaß. Habt ihr die Geschichte gehört von dem, habe ich glaube ich in Minecraft-Spiel schon mal erzählt, von dem Vater und dem Sohn zusammen, das heißt Geschichte, das ist vor kurzem ist das gewesen, da ist der Sohn 18 Jahre und der Vater sind Baumfällen gegangen, wollten sich was dazu verdienen und der Sohn hat den Baum gefällt, alles super schön. Und dann ist wirklich der Baum auf den anderen Baum draufgekracht und der andere Baum hat den Vater dann erschlagen und der Sohn musste zugucken dabei. Das stelle ich mir so eklig vor, Alter. Alles schön, du denkst mit deinem Vater, okay, wir haben ein bisschen wenig Geld, wir wollen ein bisschen was dazu verdienen. Mach mal da mal ein bisschen was. Und dann sowas, Alter, da wäre ich, das wäre so, ist so krass, das kann, kannst du dir nicht vorstellen. Vor allen Dingen im Dorf haben dann auch so gesagt, ja, das waren immer die Fleißigsten und so, die wollten sich halt echt nur was dazu verdienen. Es trifft halt leider immer die ehrlichen Menschen auf dieser Welt. Es trifft halt leider immer die ehrlichen. So, wait a moment. Alter, das Rot da hinten sieht ein bisschen übertrieben aus, aber auch geil. Wir gehen ja mal zurück. Und dann baue ich vielleicht nochmal die Schlaf... Das Schlafzelt oder ich baue gleich mal ein Bett. Wir bauen jetzt gleich mal ein Bett. Das sollte mit Holz eigentlich gehen. Ja, mit Holz sollte das eigentlich gehen. Das Schwein! Wir haben das Schwein auf dem Grill. Ich hab das Schwein auf dem Grill. Schwein!
Ich vergesse ständig das Zeug auf dem Grill. Das ist wie im richtigen Leben. Ich vergesse ständig das Zeug in der Pfanne. Ah, Hilfe! Schnell! Aua. Schnell! Ist das fertig? Immer noch roh. Na gut. Besser als tot. Bauelemente, Werkbänke, Sitze, Tische, Schränke, Verschiebetten. Da haben wir einmal das normale Bett hier. Dann haben wir dieses Bett, dann haben wir das Bett Metall und dann haben wir das. Ich überlege immer noch zwischen den beiden, weil Bett Metall finde ich scheiße. Passt nicht in die Welt. Ich fände schon das. Ich glaube, wir machen mal das. Das sieht nicht ganz so ärmlich aus.